Ja, herzlichen Dank für die Einladung zuerst und herzlichen Dank allen denen, die das überhaupt möglich gemacht haben. Ich bin beeindruckt, dass ich heute hierher gefahren bin und nochmals mir dieses bunte und vielfältige Programm angeschaut habe. Ich hoffe, ihr habt alle auch etwas davon. Digitale Nachhaltigkeit und die Schweizer Politik, das war das Thema, das mir gesetzt wurde. Und ich möchte zuerst ein wenig darüber sprechen, wie es aussieht eigentlich überhaupt, was denn Digitalisierung für uns bedeutet. Ich glaube, man muss sich das zuerst einmal etwas theoretisch überlegen. Ich glaube, wir müssen uns, und wir sind uns hier vermutlich einig, Digitalisierung ist eine riesige Chance. Also wir haben die Möglichkeit, eben durch, dass wir die Information lösen von irgendwie jetzt von den schön mit Tintenfüllern geschriebenen Liebesbriefen von Alex von Graffenried und seiner Frau in eine digitale Form. Das heißt, wir können dann kopieren ohne Verluste und praktisch ohne Kosten. Und dass Information so einfach kopiert werden kann, erleichtert dann auch, dass diese Information allen zugänglich ist. Das hat Konsequenzen. Meine ich, im Idealfall führt das zu besseren Entscheidungen, im Idealfall führt das zu einfacher Kommunikation. Ich glaube aber, wenn man das nur so anschaut, dann versteht man noch nicht, was die Digitalisierung, oder ich möchte es etwas allgemeiner formulieren, was die Wissensgesellschaft, der Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft, welche tiefgreifenden Umwälzungen das in ganz, ganz vielen Bereichen mit sich bringt. Ich habe da ein paar dieser Veränderungen aufgeführt. In der Industriegesellschaft, da ist es das Sachkapital, die Maschinen, die Fabriken, die eigentlich das Wichtige sind, die eigentlich der Ort sind, wo ganz, ganz viel Geld parkiert wird und dann möglichst natürlich für die Kapitalisten auch arbeitet. Heute ist das Wissen der Ort, wo quasi Wissenskapital angehäuft wird. Heute ist das das Wichtige. Und auch wenn natürlich die physische Ausgestaltung bleibt, auch wenn natürlich diese Metalle für unsere Elektronik-Devices nicht einfach aus dem Nichts entstehen, ist es doch so, dass viele Prozesse das abstrahieren. Das hat sein Gutes, es hat auch sein Schlechtes. Es braucht genau dieses Engagement, wie von Fairphone, damit man sieht, das Wissen hat durchaus einen Abdruck, einen materiellen Abdruck. Die Wissensgesellschaft hat einen materiellen Abdruck, aber das Wissen ist heute wichtiger als das Besitzen von Fabriken und von Maschinen. Wir haben von einer hierarchischen Gesellschaft, die eben auch diese Kontrolle gehabt hat, die Entwicklung hin zu einer vernetzten Gesellschaft. Wir haben viel mehr Austausch, das wissen Sie alle, im Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag, in deinem Arbeitsalltag siehst du das. Man kommuniziert untereinander, vernetzt. Die Prozesse, die früher schön sequenziell eins hinter dem anderen waren, die sind heute parallel, simultan. Viele Firmen verkaufen heute nicht mehr Produkte, sondern Lösungen. Das ist ja ein Modell, das zum Beispiel im Bereich von Open Source Software gängig ist und was denjenigen, die noch nicht in der Wissensgesellschaft angekommen sind, immer wieder ein Stirnrunzeln ins Gesicht treibt. Dass sie sagen, aber wenn ich doch nicht ein Produkt verkaufen kann, wovon lebe ich? Nein, man kann eben Lösungen verkaufen. Und das finde ich das Wichtigste, die Basis des industriellen Kapitalismus ist das Privateigentum, und zwar Privateigentum im Sinne, ich habe etwas, was jemand anders nicht hat, weil das Eigentum an materiellen Gütern exklusiv ist. Wenn ich es habe, hat es jemand anders nicht. Wenn jemand anders es hat, habe ich es nicht. Dieses Mikrofon kann nicht gleichzeitig jedem von euch und mir gehören. Beim Wissen ist es anders. Wissen, das können wir gleichzeitig alle haben. Wir können alle gleichzeitig auf die gleichen Informationen zugreifen, daran weiterarbeiten, sie weiterentwickeln und am Schluss einen Mehrwert für uns alle generieren. Und deshalb ist dann
das eigentliche wichtige Eigentum in der Wissensgesellschaft ist nicht das ausschließende Eigentum, sondern das Recht auf Zugang zum gemeinsamen Eigentum. Also das habe nicht ich nur alleine erfunden, sondern das ist schon seit Jahren klar. Zum Beispiel, wenn ihr Jeremy Rifkin das Buch Access lest, dann seht ihr, dass er sagt, eigentlich ist es ja auch nicht ganz etwas Neues, sondern es ist ein Konzept, das Eigentum auch heißen kann, Recht auf Zugang zu Gemeinsamem. Das ist ein Konzept, das man seit Jahrhunderten kennt, das wir in der Schweiz gerade auch seit Jahrhunderten kennen, die Genossenschaft oder die Alment als Ort, wo eben alle Zugang haben, die zu einer bestimmten Gemeinschaft gehören. Das sind Konzepte, die seit Jahrhunderten da sind, die aber jetzt in der Wissensgesellschaft eine ganz, ganz neue Bedeutung haben. Aber wir wissen es auch, die Digitalisierung hat auch viele negative Seiten. Alle jene, die zum Beispiel im Softwarebereich tätig sind, wissen es. Wir sind von ein paar wenigen riesigen Konzernen abhängig. Es gibt Sicherheitsprobleme, es gibt Probleme mit der Privatsphäre. Ich finde, man sollte nicht jetzt nur diese einzelnen Schlagzeilen anschauen, sondern man sollte vor allem schauen, wo liegen die tiefer liegenden Probleme der Digitalisierung. Und aus meiner Sicht ist das eben das, dass die alte Gesellschaft, die Industriegesellschaft und das Denken und die Machtstrukturen der Industriegesellschaft weiterhin versuchen, die Hand draufzulegen auf die neuen Möglichkeiten der Wissensgesellschaft. Indem man versucht, eben das Wissen, das potenziell positive Externalitäten hat, das heißt, am Schluss ist es für alle mehr, wenn wir es freigeben, dass man das wieder einhakt mit Patenten, mit Ausschlussverträgen, dass man die Informationsinfrastruktur privatisiert, obwohl doch Infrastruktur genau das ist, was ein Gemeingut sein müsste, dass man den Marktzugang privatisiert. Ich sage immer, man spricht so schön von Sharing Economy, ich sage den Plattformkapitalismus. Und was ist Plattformkapitalismus anderes als die Privatisierung des Marktes? Es ist nicht mehr ein Staat für alle oder die Staaten untereinander, für alle Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer regeln, wer zu welchen Bedingungen in einem Markt mitmachen darf, sondern dass ein paar Leute in San Francisco, ein paar Programmierer mit ein paar Uber-Algorithmen, die definieren, wer zu welchem Preis, zu welchen Konditionen jemand anders von A nach B befördern darf im Auto oder nicht. Das ist Privatisierung des Marktes. Und wir erleben es überall, die Netzwerkeffekte, die führen zu Konzentration, die führen zu enormen Monopolstrukturen oder Oligopolstrukturen. Das ist nicht nur, weil die so böse sind, diese Konzerne. Überhaupt nicht. Sondern das ist einfach deshalb, weil in einer Netzwerkstruktur der Nutzen jedes Einzelnen an einer solchen Struktur nicht linear, sondern exponentiell wächst mit der Anzahl von Teilnehmenden. Wenn heute jemand ein neues Facebook baut, mit noch 3, 4, 5, 6 super tollen Features, die Mark Zuckerberg gar noch nicht in den Sinn gekommen sind, wird er trotzdem keinen Erfolg haben. Weil alle schon dort sind, wo ihre Freunde auch sind. Und der Hauptnutzen, dass man eben aus diesem Freundschaftsgrafen ganz viele Informationen so auswählen kann, dass sie mich selbst oder dich, wenn du auch darauf bist, interessiert. Dieser Hauptnutzen ist auch mit einer super, super tollen Software, die 10-mal schneller und 5-mal intelligenter ist als Facebook, nicht machbar, solange es nicht gleich viele Leute drauf hat. Entsprechend deshalb Konzentration, Monopole. Wir erschließen also das Potenzial der Wissensgesellschaft nicht. Wir realisieren den volkswirtschaftlichen, den gesellschaftlichen Nutzen nicht. Und wir haben eine extreme Konzentration der Macht bei einigen wenigen Technologiekonzernen. Ja, die
großen fünf, wenn man jetzt mal das so anschaut, die alleine, die haben die Bedeutung von großen Industriestaaten wirtschaftlich, nicht nur vom Geld her, sondern auch in der wichtigsten Währung, die es heute gibt, nämlich in der Zeit, die wir ihnen schenken, freiwillig, angeblich. Also wenn man versucht zu sagen, wie viel Beherrschung hat ein Staat über mich, dann muss ich sagen, okay, alle, ich inklusive, wir beklagen uns über diesen halben Tag oder einen Tag, den wir verbringen müssen, um eine einfache oder eine komplizierte Steuererklärung zu schreiben. Wenn ich schaue, wie viel Zeit von mir das Facebook oder Google schon geklaut hat, dann muss ich sagen, da ist dieser Tag für die Steuererklärung Peanuts dagegen. Und ich denke, das ist auch die schwierige Seite mit der Politik. Dass wir eigentlich auch in der Politik einen Denkwandel brauchen. Und ich beobachte etwas, was mich nicht erfreut. Als Paldige gegründet wurde, ich war noch nicht im Parlament damals, da war die Frage, wie wir die Wissensgesellschaft gestalten, wie wir digitale Nachhaltigkeit erreichen können, nicht eine Frage, die nach links oder rechts unterschieden wurde. Es gab nicht diesen Graben. Und das sieht man zum Glück auch heute noch, wenn man die Zusammenstellung der Gruppe anschaut. Also ich schaue jetzt da zu Franz Grütter, der in vielen anderen Fragen definitiv jetzt nicht mein politischer Wunschpartner ist, aber in vielen dieser Fragen durchaus ein geschätzter Mitkämpfer. Aber ich habe es erlebt in den letzten Jahren, mit dem, dass Digitalisierung zum Hype wurde, haben sich ganz viele Politikerinnen und Politiker erfreulich eigentlich angefangen damit zu befassen, aber nicht vertieft zu befassen. Und deshalb sind wir auch in dieser Frage Bewältigung der digitalen Herausforderungen, Realisierung des möglichen Nutzens an einem Ort, wo wir sagen müssen, leider verkriechen sich viele in die bekannten Schützengräben. Und das ist falsch. Und das tut mir weh. Weil wir könnten es besser. Wir müssten es besser machen. Und deshalb haben wir jetzt auch versucht, und das ist jetzt eine Weltpremiere, haben wir versucht, das, was wir meinen, mit digitaler Nachhaltigkeit, mit ein paar eingänglichen Symbolen eben auch darzustellen. Es geht einerseits um nachhaltige Software, um nachhaltiges Datenmanagement, das heißt Ausgereiftheit, transparente Strukturen, eben auch semantische Daten, nicht nur einfach Information, sondern Wissen, das ist ja der Unterschied, und auch verteilte Standorte, also auch hier den physikalischen, geografischen Aspekt mit einzubeziehen. Das ist im Bereich von Software und Daten, sind das unsere Werte. Im Bereich des Umfelds, da haben wir Sachen, die ihr alle kennt und vermutlich hoffentlich auch alle unterschreibt. Ein Herzensbekenntnis zu freien Lizenzen, eine Offenheit, dass Wissen eben mehr wird, wenn man es teilt. Ein Wissen, dass Zusammenarbeit die Grundlage ist, wie wir in einer Gemeinwesenökonomie vorankommen. Das Wissen auch, dass die alten hierarchischen Führungsstrukturen oben Befehl, unten Gehorchen der neuen Zeit nicht angemessen sind. Und auch, dass es wichtig ist, auch bei der Finanzierung zu schauen, dass hier die Breite erhalten bleibt, weil sonst gibt es neue Abhängigkeiten. In dem Sinne kann man sagen, wir meinen, dass digitale Nachhaltigkeit einen zentralen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann, und zwar im doppelten Sinne. Einerseits im Sinne ICT4S,
wie es an der ETH heißt, also ICT for Sustainability. ICT als Technologie, als Enabler von ökologischeren Strukturen, Infrastrukturen, Politiken. Auf der anderen Seite aber auch ICT as Sustainability. Also, dass eben die Informationsgesellschaft so gestaltet wird, solche Rahmenbedingungen erhält, dass wir diesen Mehrwert, den die Wissensgesellschaft uns allen als Gemeinschaft schenken könnte, wenn wir richtig damit umgehen, wenn wir es wagen zu teilen, statt zu privatisieren, dass wir das eben auch wirklich realisieren können. Es ist bezeichnend, dass heute die funktionierenden Beispiele digital nachhaltiger Plattformen, die da fehlt noch ein H, aber Entschuldigung, die Beispiele digital nachhaltiger Plattformen, die man kennt heute, die sind vor allem im Softwarebereich angesiedelt, oft unsichtbar. Was würde vom Internet laufen, wenn es die ganze Free and Open Source Software nicht gäbe? Nicht mehr viel. Es gibt aber zum Glück auch Bereiche, wo es nicht nur Software ist, sondern Brainware, Wikipedia. Und auch Beispiele, wo man eben sieht, dass die Kollaboration konkurrenzfähige Produkte herstellen kann, konkurrenzfähig gegenüber den größten Weltkonzernen, da das Beispiel OpenStreetMap. Zum Schluss, ich habe nur noch 2 Minuten, ganz kurz noch einfach, wer wir sind. Sie sehen, ich habe gesagt, von links bis rechts, Edith Graf Litscher und Franz Grütter, SP und SVP, die beiden größten Parteien links und rechts, stellen das Co-Präsidium. Und dann haben wir ein Kernteam, weil wir wissen, 2 Große, das ist zwar super, danke vielmals für den Einsatz, aber Vielfalt ist noch viel besser. Und deshalb haben wir auch von den Grünen, von der BDP, von der CVP, von der FDP und von der GLP je ein Mitglied im Kernteam. Und es ist klar, das möchte ich auch sagen, wir haben natürlich nicht überall den gleichen Glaubenskodex, den wir unterzeichnen. Also wir haben uns gegründet 2009 zur Förderung von Open Source Software. Wir haben viele neue Themen versucht zu erarbeiten. OGD, wir haben uns mit Bitcoin befasst. Was heißt das überhaupt? Ist das eine Währung? Sind das einfach Daten? Müsste man regulieren? Darf man nicht regulieren? Ich durfte viel Unterstützung genießen von der Gruppe, als ich als erster das Thema Netzneutralität unter die Bundeshauskuppel gebracht habe, dank der Kolleginnen und Kollegen sogar im Nationalrat eine Mehrheit fand. Leider, Sie haben es gesehen, ihr habt es gesehen, unsere Vertretung im Stöckli, im Ständerat ist etwas weniger dicht und entsprechend ist dort dann das Postulat respektive die Motion auch gescheitert. Netzsperren sind ein Thema, das uns bewegt, Überwachung, Datenschutz. Allerdings, ich sage es, wir haben natürlich weiterhin unsere Parteimäntelchen an, unsere Parteihüte an und deshalb ja, passiert es auch uns, dass wir uns plötzlich manchmal in diesen Schützengräben wiederfinden, dass ich mit Franz dann zwar noch gegen die Netzsperren kämpfe, aber in den anderen Parteien leider nicht mehr so viel Widerhalt finde. Wir machen öffentliche Anlässe, Open Hearings, ein neues Format, dass man die Debatte, den Meinungsfindungsprozess im Parlament eben auch offen nach außen zeigt. Und wir versuchen natürlich auch in der Verwaltung unsere Inputs einzubringen. Nochmals ganz kurz unsere Schwerpunkte. Da ist ganz viel offen drin. Open Source, Open Standards, OGD, Open Access, also Zugang zu wissenschaftlichen Informationen, Open Content, eine riesige Diskussion im Zusammenhang auch mit der Weiterentwicklung des Service Public im Medienbereich. Und zum Schluss eben, ich habe es gesagt, da sind wir nicht alle gleich einig, leider, Open Internet. Und damit herzlichen Dank, dass ich Ihnen einen kurzen Überblick geben durfte. Ich glaube, ich bin genau in der Zeit. Und wenn Sie noch etwas von mir haben wollen, das nicht nachher im Podium Platz hat, dann dürfen Sie mich gerne via Twitter
kontaktieren. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie uns viele Inputs noch bringen. Melden Sie sich bei der PARLDIGI, wenn Sie das Gefühl haben, die Politik hat die Zeichen der Zukunft nicht erkannt. Wir versuchen dann, das Beste daraus zu machen. Applaus